Ich bin Tanja Schneider, ich komme aus Chur. Ich habe seit 16 Jahren eine rheumatoide Arthritis. Ich habe in der Zwischenzeit 5 künstliche Gelenke und ich habe jeden Tag Schmerzen. Das ist mein tägliches Leben. Also ich habe jeden Tag Schmerzen. Es ist nicht immer gleich. Es gibt Tage, wo ich guten Morgen aufstehe. Es gibt Tage, wo es nicht so lustig ist. Ich habe immer verschiedene Wehen. Man kann nicht sagen, es ist nur an einem Gelenk oder so, sondern es kann wandern. Es kann mal da sein, mal dort sein. Und das mit der, wie schwer oder wie fest, das ist relativ schwierig zu beantworten. Man kann Schmerzen ja nicht messen. Also von dem her ist es auch eine Empfindungssache. Das ist auch bei mir so, wenn es mit dem Kopf gut geht, habe ich viel weniger weh. Und ich habe vielleicht am nächsten Tag eigentlich gleich viel weh, aber ich bin müde oder was auch immer. Und dann empfinde ich es viel, als viel stärker. Man kann kein Bild vom Schmerz machen. Es ist nicht ein Knochen, der gebrochen ist, wo man ganz klar sieht, das ist kaputt und das können wir flicken. Schmerz ist häufig etwas, das der Patient fühlt, das ich nur nachvollziehen kann anhand von dem, was er mir sagt oder was er mir zeigt, was er nicht kann, was geht, was nicht geht. Aber ich kann es nicht selber mitfühlen und dann weiss ich genau, was das Problem ist. Tanja hat eine schwere rheumatoide Arthritis, also sie hat eine Erkrankung, die Gelenke wegfrisst. Man sieht es auch an ihren Händen, so wie sie sich bewegt. Sie ist eingeschränkt in eigentlich fast allen Alltagsaktivitäten. Und dadurch, dass es eine chronische Entzündung ist in diesen Gelenken, ist natürlich ein Medikament, wie zum Beispiel Hanf, auch gegen eine Entzündung wirkt, jetzt in dem Fall eine Therapiemöglichkeit. Hanftherapie, das Medikament oder der Wirkstoff ist in Tröpfchenform, wo man zweimal am Tag zu sich nimmt. Und es gibt mir schon ein bisschen Erleichterung und es kann es auch zwischendurch mal geben, dass ich Schmerzmittel weniger brauche. Die Schmerzsprechstunde vom Kantonsspital Graubünden gibt es seit dem April 2016. Das ist ein relativ neues Angebot, das wir haben. Und es geht eigentlich um chronische Schmerzen, egal welchen Ursprungs oder wie lange schon und für alle Patienten, egal aus welcher Richtung. Das Angebot, das wir hier in der ambulanten Schmerzsprechstunde haben, ist natürlich zuerst einmal das Gespräch. Das ist für mich das Allerwichtigste. Zuerst einmal wissen, wer hockt mir überhaupt gegenüber, was haben wir für ein Problem, was hat auch der Patient für ein Umfeld, was hat er für Ressourcen, für Möglichkeiten, selber etwas damit zu machen oder dagegen zu machen. Wir machen auch zum Beispiel Farbtherapie, um eine andere Verarbeitung des Schmerzes zu unterstützen. Und wir machen auch lokale Therapien, also Applikationen, Pflaster von hoch dosierte Chilischotenpflaster gegen gewisse Nervenschmerzen. Was ich noch ausprobiert habe mit der Melanie zusammen, ist die Akupunktur, wo man Triggerpunkte infiltrieren tut mit Lokalanästhesie. Und das hat mir sehr gut genützt. Das macht sie mir vor allem im Kopfbereich, Hals- und Schulterbereich. Und das hat mir sehr viel gebracht. Man kann nicht allgemein sagen, jeder Schmerzpatient muss das Gleiche gegen den Schmerz machen. Das ist so, wie der Schmerz individuell ist, ist auch das, was man dagegen kann machen, individuell. Ich probiere, meinen Schwerpunkt dort zu setzen, dass ich mit dem Patienten zusammen eine Lösung finde, die für den Patienten stimmt. Also es muss etwas sein, wo der Patient auch von sich aus sagt, okay, es ist nicht toll, es ist nicht so wie vorher, aber mit dem kann ich leben. Was mir in der Schmerztherapie wirklich sehr gut tun hat, ist auch, um zu sehen, dass es noch ganz viele Möglichkeiten gibt. Und dass es auch Möglichkeiten gibt, die ich gar nicht gekannt habe. Und somit hat es mir gut tun, um zu sehen, dass das Feld nach oben eigentlich noch sehr offen ist. Ob man Schmerz kann heilen kann, ob man jemals wieder vollständig schmerzfrei wird, das ist die wichtigste Frage, die alle Patienten haben. Werde ich irgendwann wieder so, wie es vorher war? Kommt das wieder? Einige Patienten werden tatsächlich wieder schmerzfrei. Die haben wieder das Leben wie vor der Operation, vor dem Unfall, vor dem Schmerz. Die meisten behalten etwas zurück. Die meisten lernen etwas daraus, können sich arrangieren, haben neue Strategien, mit dem umzugehen, aber irgendetwas bleibt. Ich empfehle den Schmerzpatienten, dass man nicht zu lange wartet, sondern dass man das wirklich angeht. Weil heutzutage wirklich ganz viele Möglichkeiten gibt, wo man auch eine Linderung sehen kann und eine Linderung dazu gibt.
Die Schmerztherapie ist immer ein Paket. Also es geht immer einerseits um Zusammenarbeit zwischen dem Arzt und dem Patienten und man muss finden, welche von diesen möglichen Therapieformen passt auf den Patienten. Und da sind wir dran, dass wir unser Angebot auch da ausbauen können, dass wir zum Beispiel die Akupunktur anbieten können als möglichen Weg für einzelne Patienten, dass wir auch mit der Physiotherapie ein Coaching machen können, dass der Patient wie besser lernt, damit umzugehen, anstatt einfach nur Übungen passiv zu machen. Und auch die psychologische Betreuung, Entspannungsverfahren sind extrem wichtig in der Schmerzverarbeitung, dass man das da anbieten können, dass ich nicht Patienten schicken muss und sagen, suchen Sie sich jemanden. Also ich erhoffe mir von der Schmerztherapie, dass mir weiterhin so gut geht und wenn es schlechter wird, dass ich mir dort wieder Hilfe holen kann, dass es mir wieder besser geht und dass ich mit dem Schmerz gut umgehen kann.